geht ab? Was geht ab, Ron? Alles fit? Alles fit. Heute, was geht ab, Leute? Hier, es wird Burger getestet. Unique Burger. Wurde mir empfohlen. Soll gut sein. Die haben auch Smash Burger auf der Karte. Gut besucht, sagt er. So. Sprich dich was an. Also ich weiß eh, ich nehme den Smash Burger. So, der Vorteil zu Mittag Videos machen, drehen und abchecken, Leute, ist, es gibt oft Mittagsmenü. Ihr wisst, der Insi-Modus ist aktiv, der Sparhase. So muss sein, Leute. Also wir haben jetzt beide Smash Burger. Tati hat mit Chili Fries, Cheese Fries. Ich habe normale Fries, Fine Cut. Eigentlich sollte man hier auch noch den normalen Burger testen zum Vergleich. Schauen wir mal, ob wir noch Platz haben. Ja. So, da haben wir sie auch schon, Leute. Erster Eindruck, top. Pommes ist echt lecker. Probieren wir mal ein Stück Fleisch erstmal. Die Größe ist echt schön. Ne? Fleisch kommt raus, man. Ja. Käse geschmolzen. Schaut sehr geil aus. Was haben wir da drin? Schauen wir mal. Zwiebeln, Essiggurken. Sehr lecker. Schön fluffiges Brot, man. Schauen wir doch mal. Zum Vergleich vom letzten Burgerladen, den wir abgecheckt haben, der zwar gut war, aber Potenzial nach oben, vor allem bei den Beilagen, waren die eher schwach. So müssen Pommes sein. Schön knusprig. So, schauen wir doch mal. Besser als erwartet. Also nicht, dass ich erwartet hätte, dass er schlecht ist, aber ich hätte erwartet, dass er nicht auf die Smashburger rankommt, die ich bisher hatte. Der ist schon sehr lecker. Mann, ist geil. Richtig zum Quatschen. Mmh. Ein Ticken zu salzig. Mhm. Aber Leute mögen es gleich noch. Gute Konsistenz, gutes Brot, guter Käse. Soße jetzt auch nicht übertrieben. Auf jeden Fall ein geiles Mittagsmenü hier. Ja. Cola Zero. War auch von der Portion her echt gut. Nicht zu klein. Ja, von der Größe her ist er eigentlich auch bisher der größte eigentlich, oder? Ja, also auf jeden Fall der kleinste war der vom letzten Mal. Der war der kleinste. Übrigens euch ein frohes Neues Jahr, Leute, wenn ihr das seht, ist schon 2024. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Gurken auch nicht penetrant. Mhm. Also das hat er gerade gesagt. Er meinte, er findet es auch gut, dass hier Smash Burger und normale Burger gibt. Weil es gibt immer noch Leute, die normale Burger bevorzugen. Smash Burger ist ja ein relativ neuer Trend. Und ich glaube, dass ja unser Kollege vom Fat Butcher, der hatte, glaube ich, die normalen Burger rausgenommen, oder? Boah, das weiß ich nicht. Der von letzter Woche macht auch nur Smash Burger. Mhm. Türkisch macht nur Smash Burger. Perfect Express macht nur Smash Burger. Auch nur Smash Burger, ja. Alter, probier das mal. Das ist ja endskalt mit der Käsesoße und. Die Karte ist schon sehr groß. Mhm. Low Carb Burger, Leute. Chicken Burger, Veggie Burger, vegane Burger. Und dann nicht nur einen, sondern sogar drei. Drei vegane, drei Veggie Burger. Ich kämpfe noch mit meinem Pommes. Gute Portion. Das ist schon fertig. Guter Laden. Leckerer Burger. Gute Pommes, wirklich sehr lecker. Aber ja, für mich Fat Butcher immer noch besser. Ja, genau. Aber der war wirklich stabil, sehr lecker, sehr gut. Gutes Fleisch auch, ja. Gute Preise. Also auf jeden Fall sollte man hierher kommen als Burger-Liebhaber. Um Burger abzuchecken, könnt ihr gerne haben. Das ist schon sehr gut, wirklich sehr gut. Kann man nichts sagen. Welchen Burger fandest du jetzt besser? Den hier heute oder vom letzten Mal? Schon recht unterschiedlich, obwohl beide Smashburger. Ja, die waren sehr unterschiedlich. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich fand das Brot vom letzten Mal besser als von heute. Aber dafür war nicht heute das Fleisch besser. Mhm. Also war einfach geschmacklicher, also intensiver. Intensiver auf jeden Fall. Das Ende des Jahres. Und man nimmt sich ja immer ein paar Sachen fürs nächste Jahr vor. Ich weiß nicht, bei 2 oder 3 Jahren hast du dich vorgenommen, bei One Piece anzukommen. Ich schaff das nicht mehr. Ich weiß, ich hab echt angefangen, wirklich, ich hab echt angefangen.
ich, aber ich kann nicht, ich kann es nicht. Das ist echt nicht mein Sport. Ich habe die Serie angeschaut, die Real-Life-Serie. Die hat mir schon getaugt. Aber ich kann One Piece nicht anfangen. Ich weiß nicht, ich hab schon, weiß nicht, 10, 15 Folgen angeschaut. Ich kann nicht mehr. Von Anfang? Die alten Folgen? Ganz ja, alt. Ganz von Anfang. Ja, ich meine, ich muss anfangen von irgendwo. Ja, ich muss das ja checken. Aber das ist so, ich schaue es mir an. Und bei vielen Serien habe ich dann immer das Bedürfnis weiterzuschauen. Dann schaue ich bis, keine Ahnung wie viel, ja. Aber bei denen so, da schlafe ich teilweise dann ein, dann wache ich auf, so, oh scheiße, läuft immer noch, ja. Fuck, das zieht mich nicht so an, ich weiß nicht warum. Das packt mich nicht, ja. Ich weiß nicht warum. Ich schaff's nicht, tut mir leid. Du musst ja anfangen, das ist doch schlecht. Ja, aber nicht schlecht, aber. Ja, aber ich muss davon irgendwo anfangen, Mann. Aber ja, es hat sich ja viel verändert, von ganz früher, ja, bis jetzt, ja, und auch von der Grafik, also vom Zeichnen her und so, vom Anime her und so. Aber wo soll ich denn anfangen? Ich kann ja nicht einfach dann bei Folge 100 anfangen oder so. Das geht ja nicht, oder? Ja, aber du hast ja jetzt die Serie gesehen, die echte Serie. Ja. Das heißt, du kannst schon nicht von Anfang an anfangen. Ach so, meinst du? Du meinst dann so ab Kapitel 2 dann, oder was? Oder nach? Ja, nach Along jetzt. Nach Along, ja. Ich kann es mir nochmal anschauen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das packt mich nicht so. Das ist nicht so meins, ich weiß nicht warum. Ja. Ich bin kein Pirat, Mann. Ciao, war gut. Ciao, danke dir. So, Leute. Laden läuft, Mittagsangebot läuft bei denen. Ladenfläche, sag ich mal, ist überschaubar, deswegen habt ihr jetzt nicht so viel gesehen, weil jeder Tisch war eigentlich besetzt. Da kam auch noch eine amerikanische Familie rein. Von denen hätte ich gerne das Feedback gehört, wie die diesen deutschen Burger so finden. Ja. Wir haben ja jetzt dieses Jahr schon einige Burger getestet. Die große Frage, kommt irgendeiner da an Burgermeister ran? Auch nur annähernd? Ja, annähernd schon, natürlich, ja, aber dieser Geschmack, Alter, ich krieg den nicht aus meinem Kopf, Mann. Dieser Geschmack ist so krass. Burgermeister für mich ist und bleibt Nummer 1 einfach. Ist einfach so. Glaubst du, wir finden nächstes Jahr einen Burger, der Burgermeister toppt? Mit Sicherheit. Ich hoffe es. Wäre mal gut, ja. Aber die Sache ist die, ich muss mal wieder diesen Burgermeister-Burger mal wieder probieren, ja. Damit ich diesen Geschmack wieder im Kopf habe. Ja. Kann auch sein, dass er auch schlechter geworden ist. Man weiß es ja nicht, ja. Ja. Deswegen muss ich mal den testen und schauen wir mal. Ja. Vielleicht ist er ja, waren jetzt die anderen auch besser als der. Aber jetzt so von damals, wo ich in Berlin war, da, mega. Immer noch geil. Geil. Fang mal lieber, war wieder mal richtig schön nice. Auf jeden Fall. Alles, was ich sehen. Guten Rutsch, gell? Ebenso. Und dann wieder im neuen Jahr. Auf jeden Fall, das war's von uns, Leute. Yo, Kuss geht raus an Hong und Tati aus 2023. Das war der letzte Foodtest im letzten Jahr. Smash Burger. Später gehe ich mit Tati wieder Burger testen. Der erste im neuen Jahr. Ich bin hier mein Smash Burger Ranking München bisher ein. Also 5 Burger haben wir getestet. Unique Burger jetzt. War solide. Ich gebe dem eine 7 von 10. War einfach ein guter Burger. Aber die anderen bisher waren einen Ticken besser. Abgesehen von einem. Der ist ganz unten. Das war's von mir, Leute. Und Tati. Wir wünschen euch dieses Jahr schmackhafte Burger. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious business, Alter.